Ja, halli, hallo, liebe Controller-Freunde. Ich bin's, der Tenchi, und wir spielen Rook Legacy, und zwar mit Controller. Hier kann man springen, ganz normal. Hier kann man so rumschießen. Hier kann man hauen. Und was macht man hier? Hier macht man die Headlamp an. Und hier kann man tschu, tschu, tschu machen. Okay, da haben wir alles. Okay, die Lampe dürfen wir nicht vergessen. Die ist ganz wichtig, Leute. Die ist richtig wichtig. Denn damit sehen wir alle Schätze auf dieser Welt. Und es ist einfach nur eine Headlamp, glaube ich. Ich glaube, da ist nicht viel mit. Man sieht das nämlich auch so. Da vorne kommt gleich eine Überraschung. Mal gucken, was es sein wird. Wir haben ja 50%, glaube ich. Oh, ich will mich gerade ducken. Das geht ja gar nicht. So. Da läuft doch schon ganz gut. Alter, wieso macht der so viel Damage? Das irritiert mich ein bisschen, dass der so viel Damage rausdrückt. Okay. So, da unten soll es ein Fragezeichen geben. Oh, da oben hinten gibt es eine Kiste. Erstmal muss ich den Gegner killen. So. Okay. Da hinten gibt es eine Kiste, die holen wir uns natürlich. So. Oh, hallo Magier. Scheiße. War ein bisschen schwerer auszuweichen, wenn man da gerade auf ihn zu muss. Haha, komm schon. Cool. Wo ist die Kiste? Die ist da oben? Was? Scheiße. Na gut, dann gucken wir kurz auf die Karte. Gehen wir mal hier mal runter. Oh, Alter, Augen. Oh, wie ich Augen hasse. Die sind so ekelhaft. Oh, scheiße. Boah. Böse. Guck mal, unten ist auch nochmal eine Kiste. Da ist sie auch schon. Ja, yeah, Geld. Money, money, money. Es ist ein Money. Alles kaputt machen. Ach, die Dinger habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Kein böses Bild. Perfekt. Alles niedermetzeln hier drüben. Hä? Hier oben soll eine Kiste sein? Gibt es da vielleicht noch einen Raum oder so? Nein. Okay, alle defeaten ist so gut. Alle Gegner defeaten ist immer eine schöne Aufgabe, muss ich sagen. Das ist eine dankbare Aufgabe auch, finde ich. Weil die macht Spaß. Sowas macht Spaß. Alle Gegner töten ist okay. Oh, shit. So, ich muss das jetzt so machen, leider. Boah, Alter. Oh, shit. Lol, lol, Roffel. Nein, 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 nicht nach runter. Oh, fuck, das ist echt schwer. Ach, Mist. Hör mal auf, mich zu treffen immer. Scheiße, scheiße. Oh, Alter. Fuck, Mann. Schießt der verschieden? Der verschießt schießen? Der schießt... Oh, scheiße, wir müssen noch 11 Leben. Fuck. Da drüben irgendeine sichere Stelle. Nein, fuck. Oh, kacke. Ach, Leute. Scheiße mit der Scheiße. Warum gibt's hier keinen Hogage mehr? Space World ist langweilig. Archmage. Leech Queen. Ah. Obwohl das eigentlich ganz cool war immer, dass man halt permanent live kriegt und dann kann man das umwandeln und dann kann man nochmal das machen. Das war eigentlich ganz cool. Aber was ist denn Flamme? Oh, die Flamme... Naja, wir nehmen trotzdem Lady Bianca, die 10. schon. Wir können ein bisschen was auf upgraden, und zwar die Crit Damage. Na, Crit Damage interessiert mich nicht so. Wenn dann eher die Chance. Magic Damage ab oder eher Mana. Ich mache, glaube ich, Mana 1200, 1100. Na, hier ist das Geld besser angelegt. So. Jetzt bin ich auch wieder klein, ey. Das war ja krass. Cancel. So, und damit können wir das hier machen. Okay. Lass mich mal durch, mein Freund. Und es geht los. Hallo! Hack, 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 hacki, hack. So, jetzt müssen wir einen Haufen Kills machen. Wow, ich dachte, er trifft mich. Leute, ich kann ihn nicht treffen. Und schon haben wir ein bisschen Leben bekommen, oder? Yeah, Leben. Leben ist ganz wichtig, finde ich. So.
Aber wie habe ich es immer gemacht? Bin ich erst nach unten oder erst nach oben immer gegangen? Na, wir gehen einfach mal nach oben. Oh, wollte er mich hauen? Oh. Haha, hast mich nicht getroffen. So. Alles zerhacken, Alter. Das ist so easy. Naja, gibt's eh keine Truhe oder so. Reflexe wie ein Tiger, das habe ich. So, ich habe mir vorgenommen. Ich habe mir vorgenommen. Oh, da oben ist eine Kiste. In der ich nicht rankomme, willst du mich verarschen? Nein, ich komme da nicht ran. Ich habe eine Idee. Aber, ja, toll. Oh, ich dachte, so eine Scheiße. Ich komme nicht an die Kiste ran. Ist das ein Beschiss, Alter? Gibt es hier irgendwie einen Geheimgang? Oh Mann, so eine, das ist auch noch eine goldene, weißt du? Oh, und dann hier so ein Mist. Oh Gott. Hi, letzte Götter. Ja, ja, komm. Ach Gott. Wenn man hier ein Muster wüsste, wie man es machen könnte. Ich kenne nicht so wirklich das Muster. Gibt es bestimmt irgendein geiles Muster. Ah, scheiße. Wie viel habe ich denn noch? Eine. Na, die hier unten könnte man alle komplett wegkriegen, wenn man das richtig macht. Aber da oben kriegt man dann auch nichts mehr weg. Ja, keine Ahnung. Hm. 18 Stück. Ah, 8 hätte ich noch schaffen müssen. Hm. Naja, das nächste Mal vielleicht. Und da oben ist leider nichts. Da kommen wir nicht ran. Ist echt nervig. Uhaha. Gibt's hier irgendwo noch? Alter, er hat mich gehauen, der Sack. Ich bin fast tot. Oh mein Gott. Ich bin fast tot. Bin fast tot. Habe ich nicht eigentlich Lifesteal? Ja, ein bisschen Lifesteal habe ich auch noch. Sehr schön. So, das ist auch weg. Und dann schauen wir mal, was es hier hinten so Schönes gibt. So ein Teleporter. Okay, wir gucken mal, gehen wir zurück. Wobei das echt schwer ist, hier zurückzugehen, weil hier diese Flammen echt böse sind. So, dann gehen wir mal nach unten. Okay, wieder ordentlich was zum Zermetzeln hier. Okay. Okay, die haben wir noch kurz auf den Deckel. Okay. Habt ihr gesehen, wie ich drüber gejumpt bin? Oh, oh, oh. So. Komm, schieß. Ja, geil. Haben wir schon Max-Level mit 190? Bin mir nicht sicher. Ne, 194, da kommt noch ein bisschen was. Also Max-Leben. Kann man nicht tot machen. Das habe ich jetzt auch erkannt. Oh, da gibt es schon wieder was zum Rund. Oh, ich dachte, das sind Stacheln oder sowas. Und schön nach links gehen. So, hier heißt es bestimmt wieder. Ne, einfach eine Kiste holen, okay. Ich dachte, sowas wie kein Damage machen oder alle töten. Ja, ist okay. Aha. Oh, wer hätte gedacht, dass das ein böses Bild ist? Da wäre man nie drauf gekommen, dass das ja böse Bilder sind. Die tarnen sich so fucking gut. Eine Kiste. Oh, was ist das denn? Magic Damage Increase plus 1? Hä, was ist das? Hä? Ist das so ein Permanent-Ding? Weil das ist ja nichts zum Anziehen gewesen. Das ist kein Blueprint oder so. Und ich habe jetzt auch kein Item bekommen. Ist das so ein permanentes Damage-Ding? Sehr geil. Hä? Du kriegst auch mein Dings voll. Na, die kommen bloß nie hier ran, ne? Die Schweine, die haben Angst vor mir. Komm ran! Na komm. 218 Leben. Oh, Alter, das war knapp. 218 Leben. Hier wäre mal der Boss gewesen. Nehmen wir natürlich das Geld mit.
Und dann können wir mal gucken, ob wir noch über 218 drüber kommen. Okay. Boah. Okay, hier rein. Da ist ein Gegner. Sehr schön. 218. 222. Wir haben noch nicht das Max erreicht. Alter, wie viel Max-Leben gibt's denn? Da hat man, glaube ich, das letzte Mal schon ziemlich viel bekommen. So, 34. Alter, schön. Yeah. Mampf, Mampf, Mampf. Was gibt's denn noch? Da ging's nochmal nach zur Seite. Okay. Puh, wird ein bisschen schwerer? Nein, doch nicht. Easy, easy. So, mal gucken, was es hier gibt. Gar nichts. Oh, diese scheiß Eisklumpen. Dass dann teilweise immer was durchkommt, ist so nervig. Das ist bestimmt ein Bug. Bestimmt ein Bug gewesen damals, aber die dachten sich so, ach, scheiß drauf. Dadurch wird das Spiel schwerer. Die können wir so lassen. Oh shit, da ist ja noch so ein Schießding. Puh, das war knapp. Okay, ich glaube, wir sind bei maximal angelangt. So. Maximal Leben. Das werde ich jetzt aber gleich nochmal testen. Oh, hier geht's runter. Da ist eine Kiste. Oh yeah. Money, money, money. Kann ich gut gebrauchen. Wir müssen uns echt noch ordentlich leveln. So, ich glaube, ich gehe wieder noch hoch und dann nochmal nach rechts. Diese eine kleine Stelle da. Hier hinten. Ach shit, was mache ich denn? Okay. Mhm, noch ein Teleporter, Alter. Wieso sind hier so viele Random-Teleporter? Mal 234, okay, wir sind maximal. Das heißt, jetzt switchen wir das Ganze. Haben wieder weniger Leben, dafür aber fucking mehr Mana. Und vor allem mit den Flammen. Mit den Flammen können wir das eigentlich ganz gut gebrauchen, weil die Flammen fressen ziemlich viel Mana. Das ist ziemlich gut, dass wir dann so viel Mana haben. Eigentlich. Das ist eigentlich ganz cool, ja. Ach, shit. Jetzt könnte ich aber auch das Leben gut gebrauchen. Wir wollen ja ehrlich sein. Oh, shit. Ich will gerade ausweichen. Hat nicht mehr geklappt. Ich brauche mehr Gegner zum Killen. Da hinten ging es runter. Tut mir leid, Leute. Tschu. Wir müssen alles abklappern. Ah, The Land of Darkness. Aber da ist eine Kiste. Wie komme ich denn da hin? Ah, das ist mir noch zu heikel. Wir haben wenigstens schon mal rausgefunden, wo es nach unten geht. Das ist doch schon auch mal was. Oh, hier haben wir so Service gefunden. Auch geil. So, komm her, mein Freund. So, you are down. So. Das ist doch schon mal gut. Haben wir schon mal einen guten Run bis jetzt. Oh, oh. Ach, shit. Ich musste mich bewegen. Wegen diesen hässlichen Erdbändiger hier. Shit. Alter, ist das böse. Man wird gezwungen, hier zu rennen und alles. Nervig. Wo geht's hier hin? Ins Schloss? Natürlich ins Schloss. Wo soll sonst hingehen? Hätte mich auch gewundert. So, auch tot. Wie gesagt, wir brauchen halt viel Geld. Haben wir doch alles gut abgeklappert. Außer ganz unten. Ganz unten rechts sind wir noch nicht lang. Naja, was soll's. Schauen wir mal hier oben lang. So. Ach, fick dich doch. Ah, Leute, sorry, dass ich wieder dieses böse Wort gesagt habe. Nicht schlecht. Herr Ninja. So. Die Frage ist, jetzt gehen wir zum Tempel lang oder gehen wir beim Forest lang? Ja, Forest bringt halt mehr Knete irgendwie momentan. Die Frage ist ja, ob wir mehr Knete wollen. Also wie gesagt, in der Aufnahmesession würde ich gerne versuchen, so viel Geld, nicht so viel Geld, sondern
den Boss zu finden. Den nächsten Boss im Tempel. Bedeutet aber trotzdem, dass ich gerne versuchen würde, so viel Geld noch wie möglich mitzunehmen. Doch, ich dachte gerade, er kann hier rüberschießen, das wäre es ja gewesen. Aber er schafft es nicht, weil er schlecht ist. So. Okay, wo geht's jetzt hier hin? Okay. Sah nicht sehr einladend aus, muss ich sagen. Und hier müsste es ja wieder zum Schloss gehen. Ach du Scheiße. Ah, sehr schön. Wer hätte das gedacht, dass ich das schaffe? Wer hätte das gedacht? Niemand von euch. Gib's doch zu. Ihr seid meinen Fehlen schon so gewohnt, dass ihr das gar nicht denkt, dass ich das gewinne. Oh shit, die sind böse. Ach, aber trotzdem umgehauen. Ach, ich weiß auch nicht. Tempel oder nicht Tempel? Das ist hier die Frage. Komm, wir bleiben beim Tempel. Vielleicht können wir ja den Bossraum finden und dann locken wir das Schloss. Ja, dann können wir mal gucken, wie der Boss so ist dann. Okay, das ist gar nicht so böse, wie ich dachte. Scheiße. Das war dumm. Ach stimmt ja, die halten jetzt auch mehr aus. Und schießen durch die Gegend, alter Falter. Shit. Bestimmt eine Fake-Truhe, oder? Ja, natürlich. Uah, Alter. Machen wir nicht so eine Angst, Mann. Ach, die Bilder sind so fies. Oh Mann, wie viele noch? Scheiße. Die ganz ehrlich, Leute, das wird hier nichts, wenn das so weitergeht. Allein schon das hier. Was, ey? Boah, was? Oh nee, komm, wir gehen wieder zurück in den Wald. Also ich weiß nicht, das ist so. Ja, aber dann müssen wir auch einen anderen Weg gehen. Einen leichteren, sage ich mal. Oh Scheiße, wenn der mich jetzt nochmal erwischt. Kann der springen? Ja, er kann springen. Nein, dreh dich doch um, dreh dich doch um. Oh, ich habe gedrückt und gedrückt, aber... Oh, das meine ich nämlich. Du, wenn du gerade am Schlagen bist, kannst du dich nicht umdrehen. Und ich schlage und schlage und drehe mich nicht um dabei. Scheiße. Ach Leute, das war wieder so ein Kack. Wieder ein Kack gemacht. Every kill gives you mana. Sir Arthur, the Spellsword Man. Ja, nur Mist. Gigantisch möchte ich nicht sein. Fleckchen 2, tut mir leid, ich möchte nicht gerne. Sir Arthur hatten wir noch nie. Ja, Sir Arthur war noch nie dran. Jetzt haben wir aber Money. Es reicht leider nicht dafür. Ach, knapp. Aber es reicht nicht. Mana-Kosten down. Ja, die Zeit verbessern ist auch nicht so. Potion-Dings, das interessiert mich nicht so wirklich. Downstrike-Damage, ja. Ist auch nicht unbedingt so meins. Gibt ja nur diese Passiv-Dinger hier mittlerweile nur noch. Hier drüben das Ding. Kostet einfach nur richtig viel. Attack-Damage up. Oder doch eher Leben. Wieder mal Leben. Die 1500 Leben würde an sich ja gar nicht so teuer sein. 2000 für mehr Panzerung. Ja, umso schneller man Gegner tötet, umso besser ist es natürlich auch im Endeffekt. Hauen wir mal rein hier. Komm, vielleicht kriegt man das irgendwann auf 10. Und dann machen wir unten doch mal irgendwas. Magic Damage ab. Mehr Mana einfach, damit wir irgendwann mal mehr Mana haben. Guck mal, wie toll ich aussehe. Hui. Macht ja ordentlich Damage. Frisst aber auch ziemlich viel. Ja, mehr kann ich ja nicht machen. Wieso kostet das 28 und das hier kostet 14 bloß? Hä? Ach so, wenn ich den anderen Spell verwende, die Superklasse, dann kriege ich eine bessere Version davon raus. Die macht viel mehr Damage, frisst aber auch viel mehr XP als das hier.
Ah, interesting. Das ist also den sein Ding. Die Frage ist, soll ich jetzt locken einfach und nochmal reingehen und gucken, ob ich es schaffe? Komm, wir locken mal. Dann können wir, ich will ja wie gesagt den Boss mal finden. So. Aber Leute, ob wir es schaffen, den Boss jetzt hier irgendwie auch zu erwischen und so, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Also bis dann. Tschüssi.